Klinik für Gastroenterologie, Onkologie und allgemeine innere Medizin am Klinikum Solingen verfügt über 107 Betten und zusätzlich 8 Betten auf der Infektionsstation. Chefarzt Prof. Dr. Boris Pfaffenbach stellt das Leistungsspektrum seiner Abteilung vor. Wir sind hier in einem der Endoskopie-Untersuchungsräume. Das ist der Raum, in dem wir, sehen Sie vielleicht auch hier an dem Equipment, an dem wir auch unter Röntgen-Durchleuchtungsuntersuchungen durchführen, also höherwertige Untersuchungen. Wir haben hier gerade eine Untersuchung beendet. Das ist auf dem Monitor zu sehen, aber es wird den meisten ja nichts sagen. Eine Untersuchung der Gallenwege bei diesem Patienten, der hier gerade untersucht wurde, hatte sich ein Stein im Hauptgallengang eingeklemmt und nun haben wir die Diagnose gestellt und müssen dann in einer zweiten Sitzung diesen großen Stein entfernen. Also das ist eines der klassischen Krankheitsbilder, eben Gallengangssteine. Was machen wir sonst noch insgesamt in der Abteilung? Nun, bei etwa 8000 endoskopischen Untersuchungen, die wir hier pro Jahr durchführen, haben wir ein breites Spektrum an verschiedenen Untersuchungen. Das geht los bei der Darmspiegelung, häufig mit Entfernung von Darmpolypen, geht dann über Magenspiegelung mit der Feststellung, liegt vielleicht ein Magengeschwür vor oder eine Entzündung der Speiseröhre, geht dann weiter über Untersuchungen der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse, eine doch zunehmende Fragestellung. Und ja, erstreckt sich dann auch in Richtung endoskopischer Tumortherapie. Hier bieten wir ja mittlerweile eine ganze Menge an. Das ist das, was wir auf dem Gebiet der Endoskopie hier durchführen. Gemeinsam mit seinen 5 Oberärzten kann Chefarzt Prof. Dr. Pfaffenbach in seiner Abteilung auf 5 Untersuchungsräume zurückgreifen. Aber mehr noch. Also die Abteilung ist technisch auf einem aktuellen Stand und wir verfügen erfreulicherweise über eine große Anzahl an Endoskopen. Die brauchen wir auch, um eben ohne Wartezeiten für unsere Patienten die Untersuchung auch durchführen zu können. Darüber hinaus bieten wir so als ein großes Haus der sogenannten Maximalversorgungsstufe auch Spezialuntersuchungen mit Spezialgeräten an, wie zum Beispiel die Endosonographie, wie zum Beispiel so etwas wie die Radiofrequenzablation und einiges mehr. Im Solinger Darm- und Pankreaszentrum arbeiten Fachärzte für Gastroenterologie, Onkologie, Chirurgie, Strahlentherapie und Radiologie eng zusammen. Ja, das ist insofern eingeflochten, als wir hier auch teilnehmen an den Vorsorgeuntersuchungen für Darmkrebs. Bei der Bauchspeicheldrüse gibt es keine entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen, zumindest nicht etabliert. Ja. Also da sind wir von vornherein eingebunden und natürlich sind wir eingebunden auch, wenn wir dann doch mal zu einem Befund kommen, den wir dann entsprechend hier entweder endoskopisch abklären oder auch mit anderen Verfahren abklären, schließlich auch im Hinblick auf die Therapie, was natürlich in der Regel häufig in der Endoskopie hier nicht stattfindet. Wir betreiben ja auch Onkologie bei unseren Patienten, natürlich nicht in diesen Räumlichkeiten, die wir gerade hier sind. Ja. Und da kam es jetzt zu einer Rezertifizierung des Darmzentrums? Ja, erfreulicherweise haben wir jetzt gerade zum Ende des letzten Jahres die Rezertifizierung geschafft. Wir sind also wieder zertifiziertes Darmzentrum. Übrigens, das darf ich vielleicht mal sagen, das einzige nach den Spielregeln der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Darmzentrum hier im Umkreis.